Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Ich bin heute mit euch in Schloss Rickling. Schloss Rickling ist sehr aktiv, haben schöne Fahrzeuge, dazu kommen wir auch noch mal. Nur heute geht es um das Thema Jugendfeuerwehr. Jugendfeuerwehr, natürlich braucht eine Jugendfeuerwehr, die vernünftig geführt ist. Jugendfeuerwehrwart, Stellvertreter, Betreuer. Und ich werde jetzt gleich einen Betreuer dazu holen, okay? Zu meiner Linken hole ich jetzt Christian dazu. Christian. Willi. Schön, dass ich hier sein darf in Schloss Rickling. Ja, gerne doch, gerne doch. Du bist Betreuer? Ich bin Betreuer Jugendfeuerwehr Schloss Rickling. Ui, sehr gut. Also ihr seht schon, hier ist richtig, die machen es halt richtig, ne? Jugendfeuerwehr passe ich auch ein bisschen auf, weil wir haben es bei uns noch so ein bisschen kleinmaßen in Festbeck. Da sind wir mehr so Kinder, Jugendliche nicht so viel. Deshalb, ich gucke auch mal ein bisschen bei euch zu. Ihr macht es ja schon ein bisschen länger, ne? Gerne doch. Jugendwart ist ja bei euch der Lothar, ne? Richtig. Und Michael Stellvertreter. Michael Stellvertreter. Ich glaube, Lothar sehen wir nachher noch, der ist auf dem Platz. Lothar sehen wir wahrscheinlich nachher. Die haben nämlich einen eigenen Übungsplatz hier. Ich glaube, der ist größer als unser Ort. Aber wir holen jetzt mal kurz die Jugendfeuerwehr dazu. Ihr habt ein paar hier, finde ich auch super. Aber mit einem Betreuer ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich habe auch noch einen mitgebracht von meiner eigenen Willi-Crew, nämlich den Hendrik, den hole ich nochmal daneben. Hendrik. Ja, das bin ich. Du kennst dich ein bisschen aus mit Betreuung, Kinderfeuerwehr und sowas im Ort. Deshalb fühle ich mich ein bisschen sicherer, machen wir jetzt zu dritt, ne? Ja, okay. Machen wir so. Gut, dann gucken wir mal, wer bei der Jugendfeuerwehr mit dabei ist. Los geht's. Lothar, jo. Du bist hier der Jugendwart. Ich bin hier der Jugendwart. Okay, du zeigst uns mal so ein bisschen, was ihr so den ganzen Tag macht, wenn ihr trainiert für die Wettkämpfe. Vor lauter Langeweile haben wir nichts Besseres zu tun. Mach mal Jugend. Sehr schön. Also, ja, ich finde das schon beeindruckend, dieser Platz hier. Das ist natürlich eine ganz schöne Übungsfläche, wo man sich richtig schön austoben kann. Dann habt ihr noch so einen schönen umgebauten Wagen, auch ein Jugendprojekt, wie ich gehört habe. Einfach eine Jugend gebaut. Super. Und auch damit finanziert. Also, das ist schon mal ein schöner Umbau hier. Das hat ein paar Stunden gekostet, ne? Ja. Das waren, ich glaube, 3 Monate am Stück. Okay. Halb aktiv. Wir haben den komplett einmal abgerissen und komplett wieder neu aufgebaut. Das ist natürlich auch ein tolles Projekt. Da muss man mal drauf kommen. 7 Meter fahrende Küche, völlig autark. Okay. Wir sind 12 Volt, gasabhängig. Alles vorhanden. Moppel, Motorstrom und dann geht's los. Okay. Super. Okay, wir sind ja wieder Wettkämpfe hier. Das heißt, das Besondere ist bei Schloss Rickling. Die haben dieses Jahr seit ihr Ausrichter. Wir sind Ausrichter diesmal von der Stadt Jugend Garbsen. Stadtjugend gab es, okay. 11 Wachen, die rein theoretisch hierher kommen sollten mit uns. So viel sind wir da. Okay, also 11 Jugendfeuerwehren, die letztendlich antreten, mit 1, 2, 3 Gruppen teilweise wahrscheinlich, ne? Teilweise 2, teilweise 3, ja. Ja, genau. Und dann habt ihr welchen, du hast hier schon so ein Heftchen mit. Dann haben wir hier den Bundeswettbewerb. Bundeswettbewerb. Deutsche Jugend. Es gibt verschiedene, es gibt CTEF und es gibt diesen Bundeswettbewerb. Genau. Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, was man machen muss. Ihr macht sozusagen den Klassiker. Wir machen den Klassiker. Genau, okay. Das heißt auch ein richtig schickes Buch hier, du. Ja, da ist alles drin, Knotengründe und so weiter. Führungspersonal sind immer gut vorbereitet, ne? Sieht man schon. Der Mann, der kann. Ja. Wollen wir mal gucken, ob die Jungs und Mädels das auch können? Ja, wollen wir mal antreten lassen, ne? Wollen wir sie mal antreten lassen? Die sind noch am Ausrüsten und bin ich mal gespannt, wie das jetzt abläuft. Das gucken wir uns mal gemeinsam an, oder? Dann werde ich es mal zusammenrufen. Okay, los geht's. Kameraden, Schloss Rickling, antreten! So, jetzt läuft das so ab, dass ja wie ein ganz normaler Einsatz bei den Aktiven auch, dass der Gruppenführer, hier ist er nämlich. Ne? Best ausgebildeter Mann hier heute. Du kannst dir die ganzen Texte wahrscheinlich merken. Ne? Man muss ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel, gib mal kurz eine kurze Probe. Was muss man sagen? Wasserentnahmestelle, offenes Gewässer oder Angriffstrupp zur Brandbekämpfung. Erstes Rohr zum linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor. Okay, reicht schon. Ich merke schon, hier ist einer gut vorbereitet. Sehr gut. Ja gut, also Gruppenführer haben wir. Könnt ihr denn noch Nachwuchs gebrauchen? Könnt ihr noch ein paar mehr sein? Ich meine, ihr seid ja ein großer Ort, aber... Die sind alle immer viel zu wenig. Immer viel zu wenig. Aha, also meine Botschaft heute. Auch für die Kameraden in ganz Garbsen, also wir könnten... Also ganz Garbsen, es geht ja jeder Feuerwehr so, aber hier ist, also die Truppe ist besonders lustig, wir haben schon viel Spaß gehabt, kann ich nur jedem empfehlen. Jeden Donnerstag ab 18 Uhr kann man hier zur Feuerwehr kommen, das ist direkt neben der Grundschule und dann kann man einfach mal mitmachen. Und ich glaube,
Eigentlich, zu wem soll man denn gehen? Zu dir? Du bist der Gruppenführer oder wo soll man sich melden? Nee, eher zu ihm. Eher zu Lothar, ne? Genau. So, wer sich nicht traut, bitte einfach einen Kommentar drunter setzen und das Video, dann komme ich mit. Weil so weit ist es nicht weg von mir zu Hause. Oder Hendrik, der kennt sich auch mit der Jugendfeuerwehr aus, ne? Die Gruppe ist jetzt angetreten. Die Erfahrenen und euch wissen jetzt genau, wer was ist, ne? Wer was der Trupp Stadttrupp ist. Aber Willi macht es für euch ein bisschen einfacher. Jetzt machen wir es ein bisschen jugendfeuerwehrmäßig. Los geht's. Mann, war das einfach. Okay. Bin ich mal ganz gespannt, wie es jetzt losgeht. Ist natürlich alles sehr prüfungsnah, machen wir es jetzt mal. Hallo. Jugendfeuerwehr Schloss Rickling zum Wettbewerb angetreten. Schön hätte ich es nicht sagen können. Wasserentnahmestelle Unterflurtrand. Verteiler an die markierte Stelle. Angriffstrupp zur Brandbekämpfung. Erstes Rohr zum linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor. Zählleitung selbst verlegen. Angriffstrupp zur Brandbekämpfung. Erstes Rohr zum linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor. Zählleitung selbst verlegen. Janis ist hier heute der Maschinist. Ich habe jetzt mal Halt gerufen. Wir werden jetzt mal Posten für Posten mal in Ruhe durchgehen. Und der Maschinist, was machst du jetzt? Ich nehme das Sammelstück und den Kupplungsschlüssel mit. Ui, okay, schauen wir uns an. Gut. Also es das heißt ja auch Wettkämpfe, weil die natürlich alles ganz genau machen müssen. Müssen alle Kappen runtergenommen werden, wie das Janis schon richtig macht. So. Super. Klasse. Also man sieht schon hier Profis, ne? So, wir gucken uns jetzt mal als nächstes an. Nehmen wir mal den Wassertrupp. Pia und Joshua. Was müsst ihr jetzt machen? Also wir setzen jetzt das Standrohr. Ja. Und danach holen wir die B-Schläuche zur Pumpe und zum Verteiler. Ah, cool. Alles klar. Schauen wir uns an. Ui. Also ich muss ja sagen, teilweise haben ja die Damen mehr Kraft und können besser Schläuche ausrollen als die Großen. Nicht wahr, Henrik? Ja. Hier, während er jetzt das Standrohr setzt. Du bist ja eine Dame, ne? Bei der Jugendfeuerwehr. Macht das denn auch Spaß? Ist das denn, oder ist das manchmal zu anstrengend? Jetzt motivier doch mal die Mädels auch zu kommen. Also ich bin ehrlich, ist es eigentlich ganz entspannt, weil man kommt am Anfang, hat man vielleicht ein bisschen Angst, weil man das einzige Mädchen ist, aber man kommt schnell rein und wenn man die Gruppe gut versteht und man sie schon länger kennt, dann macht es auch echt Spaß. Also das heißt, du bist das Einzige, du seid noch ein Mädel, ne? Wir sind insgesamt zwei, wir waren vorher drei, aber die eine musste wegen privaten Gründen aufhören, aber es macht trotzdem auch zu zweit. Okay. Also Mädels können wir mit und jetzt die Jungs werden wahrscheinlich auch sagen, wegen dem Mädel komme ich jetzt auch. Also los. Nee, ist doch schön. Also Mädels zur Jugendfeuerwehr. Man sieht ja auch schon Schlauchreserve, ne? Das habe ich bei manchen, vermisse ich bei manchen Erwachsenen, dass sie es machen. Das läuft hier alles. Super. Cool. Also er hat natürlich hier wunderbar gespült, das Standrohr gesetzt. Wie sich das gehört. Ne? Schön ist diese Attrappen, da kann man halt überall, ist standortunabhängig, kann man überall so tun, als hätte man Wasser. Ne? Cool. Achso, und hier müssen wir auch noch aufmachen. Und dann ist hier theoretisch jetzt, zischt es, jetzt kommt hier Wasser durch. Ne? Super. Also ich habe jetzt den Angriffstrupp hier abgefangen. Einmal Wayne und Merlin. Du hast den Einsatzbefehl wiederholt, wo der Verteiler hinkommt, das weiß nur er. Deshalb setzt der Angriffstruppführer jetzt den Verteiler. Ne? Angriffstruppführer setzt den Verteiler und ist der Mann mit dem Durchblick von den beiden. Ne? Sagt man, der Truppführer ist ja besser ausgebildet. Jetzt nimmt der die Lampe und Mitglied nimmt Strahlrohr und freut sich. Okay, dann los. Und was ich vergessen habe, die sollen die Leitung selbst verlegen. Deshalb hat der Mann auch gleich, das Mitglied, gleich den Schlauch natürlich mit dabei. Ach, an die markierte Stelle. Ach, die müssen über das Wasser. Okay, das artet jetzt in Arbeit aus. Die muss schon über den Wassergraben springen, über diesen Hindernis. So, und das Interessante natürlich, jetzt stehen natürlich auch die beiden Chefs. Ne? Achso, was wichtig natürlich ist, wenn der Trupp sich selbst die Leitung verlegt, ist es natürlich vom Verteiler aus. Ne? Das machen die auch schon bei der Jugendfeuerwehr, beachten die jetzt genau richtig. Ne? Also ich muss gestehen, dass man so ein bisschen Lust hat mitzumachen. Ne? Ist ja so richtig schön eigentlich.
Achso, jetzt habe ich natürlich das unterbrochen, jetzt ist natürlich der Abfluss ein bisschen gestört. Mittlerweile ist der Wassertrupp auch unterwegs, die haben ja Standrohr gesetzt, über dem Wassergraben. Ja gut, ich habe natürlich jetzt ein bisschen das zerrüttelt, aber Schlauchtrupp wollt ihr auch schon mal kommen dazu? Also es kommt natürlich der Schlauchtrupp nach, ich habe natürlich das alles so ein bisschen gebremst, damit ihr es besser sehen könnt. Was natürlich schön ist, der Wassertrupp, ich will mal sagen, da kannst du ein Lineal dranlegen, perfekt. Maschinist hat angekuppelt, B-Leitung zu zweit gekuppelt, so muss es sein. Auch richtige Knie unten und sowas, UVV-Themen schon hier, das ist doch super. Klasse. Wassertrupp einsatzbereit. Wassertrupp zur Brandbekämpfung, zweites Rohr zum rechten Brandabschnitt über die Hürde vor. Wassertrupp zur Brandbekämpfung, zweites Rohr zum rechten Brandabschnitt über die Hürde vor. Genau. Super. Also über die Hürde. Ja! Das Schöne ist jetzt, ne, dass der Wassertrupp natürlich den Servicetrupp voll beansprucht. Wer ist denn hier eigentlich? Wie heißt du? Tammo. Tammo ist hier Schlauchtrupp. Mann. Achso, und Führerin. Da gehen wir gleich mal gucken. Okay. Zweites Rohr Wassermarsch. Und ihr seht jetzt auch den Unterschied, dass sie jetzt die Schläuche vom Trupp zurück zum Verteiler verlegen. Ne? Wer bist du denn? Amanda. Amanda, Schlauchtruppführerin. Sie hat hier alles im Blick. Ich will dich auch nicht groß stören. Willi ist nur begeistert. Schlauchtrupp einsatzbereit. Schlauchtrupp zur Brandbekämpfung, drittes Rohr zum mittleren Brandabschnitt durch den Kriechtunnel vor. Schlauchtrupp zur Brandbekämpfung, drittes Rohr zum mittleren Brandabschnitt durch den Kriechtunnel vor. Kommt hier alles wie aus der Pistole geschossen. Man merkt, ne? Melder übernimmt Verteiler. Melder übernimmt Verteiler. Ja, was so ganz hart bewertet wird bei diesen Wettkämpfen, sind ja, liegen die Schläuche richtig, ne? Wenn da natürlich Drehungen drin sind oder sowas. Deshalb achten die ganz, ganz genau darauf, dass es alles richtig schön ordentlich ist. Ne? Und damit hätten sie, glaube ich, eine volle Punktzahl. Drittes Rohr Wassermarsch! Verstanden! Also ich muss ja sagen, ein bisschen stolz bist du jetzt auch, ne? Ja, ein bisschen stolz bin ich. Sieht alles gut, ziemlich gut aus. Genau, habt ihr Kinderfeuerwehr auch, ne? Kinderfeuerwehr haben wir auch. Dann nehmen wir ab 6 Jahren auf. Und dann bis 10 und danach geht es eigentlich relativ problemlos rüber in die Jugendfeuerwehr. Genau, es gibt so einen Bereich von 10 bis 12 Jahren, da kann man wechseln, muss aber nicht, ne, falls man mit seinen Freunden gemeinsam wechseln will. Genau. Genauso von 16 bis 18 kann man auch in Aktiven noch warten, bis man wechselt. Ne? Ja, da legen wir auch ganz großes Wert drauf, dass wir wirklich erst dann rübernehmen, wenn auch die Leute rüber wollen. Ja, schön. Okay. Also das würde ich ja cool finden. Ich mache extra den Film ganz schnell fertig. Falls hier noch jemand aus Schloss-Rickling kommt und sagt, das gucke ich mir mal an, dann mache ich mit. Mhm. Einfach mal versuchen. So, ich sag mal jetzt so löschangriffmäßig, FEDV3 ist das schon ganz schön gut gewesen. Ne? Das ist schon eine ordentliche Sache, die hier der Gruppenführer veranlasst hat. Ich sehe schon hier Führungspotenzial. Wasserhalt! Drittes Rohr Wasserhalt! Verstanden! Wasserhalt. Verstanden! Wasserhalt. Verstanden! Angriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen. Hier ist ein zackiger Ton. Ich glaube, kein Raum für Diskussion, das gucken wir uns an. Oh, hier wird wild geknotet. Zack, Mastwurf fertig. So. Oh, hier. Wow, ey. Und dann müssen die so rum hinstellen, um zu zeigen, dass sie fertig sind. Ich will mal gucken, ob die alle richtig sind. Gucken wir mal. Wow. Wow. Schrittel, was? Jawohl. Und, meine Güte, wollte ich sagen. Echt gut. Ey, ja, das strahlt. Zufrieden. Sehr gut, schön. Also den Gruppenführer Leonardo hatten wir gar nicht vorgestellt. Ne? Also Leonardo, super Mannschaft, die du da hast. Ne? Als Gruppenführer kannst du stolz sein. Und natürlich auch auf die Jungs und Mädels. Ne? Die super. Das sind wir auch. Jetzt tut er mir einen Gefallen. Alle, die hier aus der Nähe kommen, würde ich sagen,
Das würde ich total cool finden, wenn er einfach mitmacht. Einfach mal mitkommen und fragen, Lothar, darf ich mal mitmachen? Okay, ja, dann vielen Dank, dass du mir das mal gezeigt hast hier heute. Ja, vielen Dank an euch. Ja, gerne. Und hoffe, also bei dem 18.5 bin ich garantiert hier. Dann machen wir mal richtig. Wir freuen uns. Ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay, super. Schönen Dank. Klar. Bis dann. Ja. Vergesst nicht, das gefällt mir. Habe ich eine Angriffstruppe abgefangen. Ne? Das ist ja natürlich die Elite hier, der Angriffstruppe. Du hast eben den Einsatzbefehl wiederholt, wo man das Standrohr, den Verteiler hinsetzen muss. Oder? Nochmal zurück. Also,